zensiert man eigentlich ein Gedichtband? Tja, hallo und herzlich willkommen, Leute. Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich stelle, seit ich Milk and Honey bei mir im Bücherregal stehen habe. Also eigentlich seit der Frankfurter Buchmesse. Und ich werde mein Bestes geben, das zu tun, aber ich habe tatsächlich noch nie ein Gedichtband rezensiert. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz schwer ist, weil ein Gedichtband ja oft so die tiefsten Gefühle eines Menschen enthält. Also Milch und Honig wurde ja nicht geschrieben, um einfach nur schön zu sein, sondern halt auch um Inneres mit der Außenwelt zu teilen. So. Und das macht Rupikau unheimlich beeindruckend. Also erstmal so ein paar Hard Facts. Das Buch wurde von Frieda Ellmann übersetzt. Und die Gedichte sind quasi in vier Kapitel, wenn man so möchte, unterteilt. Das ergibt auch irgendwie so eine Geschichte, wenn man so möchte. Der Schmerz, die Liebe, das Zerbrechen und das Heilen. Genau, und meistens sind die Gedichte auch gar nicht so schrecklich lang. Oft gibt es eben auch, okay, das ist jetzt ein langes, auch Zeichnungen dazu, wie ihr auch seht. Und ja, also auf Englisch heißt das Buch Milk and Honey. Ich glaube, es gibt auch Ausgaben, wo auch das englische Original beisteht. Das ist jetzt bei meiner Ausgabe nicht so, da steht nur das Deutsche dabei. Und es gab so manche Gedichte, die habe ich gelesen. Und also ich habe das Buch oft irgendwie beim Frühstücken gelesen und ich war dann immer so, das ist ganz schön heftige Kost für den Morgen so. Weil sie so genau reintrifft. Und auch wenn ich nicht alle Erfahrungen von dem, wie sie sie beschreibt, gemacht habe, hatte ich doch manchmal das Gefühl, dass ich das halt irgendwie verstehen kann, was sie in dem Moment gefühlt hat. Und mit nur ein paar Zeilen ein Gefühl verständlich zu machen, als nachvollziehbar zu machen, es zu teilen, auszudrücken, ohne es selber konkret zu benennen oder erstmal ganz viele Einzelteile zu analysieren, das finde ich ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich habe das Buch gelesen und dachte mir schon so, okay, krass. So, und das trifft irgendwie so auf den ganzen Gedichtband zu. Und ich glaube, dass man da auch irgendwie viel für sich selbst draus ziehen kann und auch Trost drin finden kann oder auch Verständnis, wenn man in einer Situation ist, die gerade einem der Gedichte entspricht. Und ja, es geht halt eben hauptsächlich um das Sein in einer Beziehung, aber auch um das Sein mit sich selber, um das Leben in Familie jetzt. Teilweise auch, aber halt ganz, ganz viel so Beziehungsthematiken und wie einen das halt verändert, wie einen das formt, wie einen das auch verletzen kann. Wie man sich davon halt wieder heilen kann, wie man davon überhaupt heilen kann. Wie lange das auch irgendwie dauert, wie schwierig das sein kann, was das bedeutet, wie sich das anfühlt. Und ja, also natürlich ist jede Beziehung einzigartig so, aber manche Sachen sind halt irgendwie so, man liest es und denkt so, das kenne ich, das geht gerade irgendwie mitten ins Herz so. Wobei das jetzt erstmal eine zweite vernünftige Beziehung ist, in der ich bin und meine letzte jetzt auch nicht im Schlechten auseinandergegangen ist. Genau, und trotzdem dachte ich mir schon so, ich spüre das. Ich spüre das, was du hier schreibst. So, und ich finde, dass dieser Gedichtband ganz, ganz fantastisch ist und manchmal habe ich die Zeichnungen gesehen und mir gedacht so, aha, okay, was sagt mir das jetzt? Und manchmal hat es das ja verständlicher nochmal irgendwie gemacht oder das dann so vor sich zu sehen, hat dem Gedicht nochmal eine andere Ebene hinzugefügt. Die Zeichnungen sind ja auch von ihr selber und ich bin sehr beeindruckt davon, wenn Menschen überhaupt zeichnen können. Ich bin sehr beeindruckt davon, wenn Menschen mehr als ein Talent überhaupt haben. Und Rupikau hat offensichtlich das Talent, sowohl Gedichte zu schreiben als auch zu zeichnen. Und das macht Milch und Honig halt zu so einem Gesamtwerk, das man in der Theorie sehr, sehr schnell durchlesen kann, was aber viel zu schwer, viel zu viel Herz ist und hat, als dass man da jetzt einfach so drüber lesen könnte. Und ich glaube, wenn ich das Buch manchmal noch aufmerksam gelesen hätte, dann hätte ich auch noch länger dafür gebraucht, um es zu lesen. Und es wäre auch noch mehr ins Herz gegangen, das zu lesen. So. Das heißt, dass ich es manchmal auch quasi einfach so drüber gelesen habe, weil es sonst gerade zu viel gewesen wäre. Und ich glaube, wenn es einem zu viel ist, etwas Bestimmtes zu lesen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass einem dieses Buch anspricht. Und ja, so ging mir das mit Milch und Honig auf jeden Fall. Und auch wenn sich die Gedichte jetzt nicht sehr klassisch A, B, A, B oder A, B, B, A mäßig reimen, damit meine ich Reimschemata,
ja, hat es doch so eine ganz eigene Poesie für sich und ja, ihr merkt, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich bin nicht gut daran, Lyrik zu rezensieren, aber ich glaube, ich verstehe, warum so viele Leute auf die Gedichte von Rupi Kaur abfahren. So, weil das Buch ist ja, boah, ich überlege gerade, wann ist das das erste Mal in Deutschland erschienen? Also die Erstauflage in Deutschland erschien 2017 und das Buch an sich, also auch auf Englisch dann, 2015. Und seitdem hat man das ja immer mal wieder gesehen und es hat ja auch damals irgendwie so eine Welle geschlagen. Und ich habe das Buch erst jetzt gelesen. Und ich glaube, dass es auch gut ist, dass ich es erst jetzt gelesen habe und nicht mit irgendwie 17, weil ich glaube, dass ich da viel auch von nicht hätte verstehen können, was nicht heißt, dass ich jetzt alles verstehe, weil ich glaube, dass ich manches auch erst mit 30, 40 oder noch älter verstehen kann. Und ich glaube, dass das so Gedichte sind, die man auch im Laufe seines Lebens immer wieder neu, anders, neu verstehen kann. Und das ist irgendwie was, worauf ich mich auch freue. Also ich werde diesen Gedichtband auf jeden Fall nochmal irgendwann lesen. Und dann wahrscheinlich irgendwann nochmal. Und dann nochmal. Und wenn ich mir das jetzt schon vornehme und weiß, dass es gut werden wird und dass ich dann trotzdem neue Perspektiven daraus mitnehmen werde und es nochmal anders verstehen kann, dann ist das doch eigentlich eine ziemlich gute Perspektive für ein Buch oder ein Gedichtband in dem Fall. Und was bliebe mir da anderes übrig, als Mädchen Honig den goldenen Bücherengel oder Gedichtbandengel in dem Fall zu geben? Und mich würde mal ganz stark interessieren, ob ihr generell Gedichte lest. Ich habe einmal in meinem Leben jemandem ein Gedichtband von Mascha Kaleko geschenkt, ohne selber die Gedichte zu kennen und mich auch sonst nie so viel mit Gedichten beschäftigt. Aber vielleicht kennt ihr ja auch selber schon die Gedichte von Rupi Kaur aus Milch und Honig. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch einen weiteren Band mal von ihr gab. Falls ihr das wisst, gebt mir gerne diese Info. Genau, und ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit dieser Rezension davon überzeugen konnte, euch dieses Buch einfach mal durchzulesen, beziehungsweise es euch zu Gemüte zu führen. So, weil in dem Fall passt sich zu Gemüte führen ganz gut, würde ich sagen. Genau, und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt fit, munter und gesund und bis zum nächsten Mal.